Hallo, hier ist der Lars von Rohe Energie. Herzlich willkommen zum zweiten Interview mit Professor Dr. Klaus Leitzmann, den ich interviewen durfte. Den Link zum ersten Teil findet ihr unten in der Videobeschreibung. Und in diesem Teil geht es um Pflanzen, Obst, Rohkost und Kinderernährung im Allgemeinen. Und ja, ich wünsche euch viel Spaß dabei und gebt dem Ganzen doch einen Daumen nach oben. Es war einiges an Arbeit. Also die Pflanzennahrung hat sich immer mehr als die bessere Ernährungsform erwiesen, aus dem ganz einfachen Grunde, dass heute die Menschen im Allgemeinen zu viel Nahrungsenergie aufnehmen, also zu viel Kalorien zuführen, und die finden sich in konzentrierter Form in erster Linie in tierischen Produkten. Die pflanzlichen Nahrungsmittel haben den entscheidenden Vorteil, dass sie überwiegend aus Wasser bestehen. Das mag jetzt etwas widersprüchlich klingen, aber dadurch isst man eine relativ große Menge und hat trotzdem nicht zu viele Kalorien aufgenommen. Das ist also ein Aspekt. Und der andere, der sicher genauso wichtig ist, ist der, dass ganz wichtige Nährstoffe und Inhaltsstoffe unserer Nahrung überwiegend in den Pflanzen vorkommen. Das sind neben den Vitaminen besonders die Ballaststoffe. Denn die Ballaststoffe gibt es nur in pflanzlichen Lebensmitteln. Wer mehr Ballaststoffe aufnehmen will, die ja wichtig sind auch für die Verdauung, der muss mehr Pflanzen essen. Denn in Eiern, Fisch, Fleisch und Käse finden sich null Ballaststoffe. Und die andere Substanzgruppe, die eben die Pflanzen besonders wertvoll macht, sind die sekundären Pflanzenstoffe. Das sind ganz viele Substanzen, die die Pflanze natürlich für sich synthetisiert, um sich zu schützen gegen Pilze, gegen Insekten, gegen Sonnenstrahlen und so weiter. Und unser Körper hat gelernt, diese Substanzen für den gleichen Zweck, nämlich zum Schutz, einzusetzen, stärken also die Immunabwehr. Und es ist bekannt, dass bestimmte Substanzen auch vor Krebs schützen bzw. das Risiko senken, an Krebs zu erkranken. Die Frage, welche Lebensmittel man überhaupt meinen sollte, geht ja oft davon aus, dass man sagt, gibt es gute und gibt es schlechte Lebensmittel. Es gibt Menschen und es gibt auch Kollegen von mir, die sagen, es gibt überhaupt keine guten oder schlechten Lebensmittel. Es ist immer nur eine Frage der Menge. Das kann man natürlich so sehen, aber es besteht überhaupt kein Zweifel, dass wir sehr wohl günstige Lebensmittel benennen können, und die liegen fast alle im Pflanzenbereich, und problematische Lebensmittel benennen können, die überwiegend von Tieren stammen. Und da würde ich vielleicht, um einiges zu nennen, ich würde heute niemandem empfehlen, Schweineschmalz zu essen. Wir sind in der Jugend damit groß geworden, das waren Vor- und Kriegszeiten, da gab es, Butter war sehr rar, da hat man Schmalz gegessen, aber heute wissen wir, dass das nicht besonders zuträglich ist und auch zu Problemen, besonders auch zu Hautproblemen führen kann. Und des Weiteren sind sicher Innereien von Tieren nicht so empfehlenswert, denn die Leber, das Herz und andere Organe speichern auch diese Substanzen, die nicht besonders gut für uns sind. Das können Rückstände sein von Pflanzenschutzmitteln oder auch Schwermetalle wie Cadmium, Quecksilber und andere. Also da kann man dann schon gut differenzieren. Es wird dann immer gesagt, es gibt Lebensmittel, die vielleicht zum Beispiel nicht so viel Cholesterin enthalten. Das sind dann Geflügel oder Geflügelprodukte. Aber wie wir wissen, insgesamt, wenn man einen Strich unter diese Aufzählung macht, wir brauchen letztlich überhaupt keine tierischen Lebensmittel, weil sie für uns, eben auch weil wir uns nicht so viel bewegen, wie wir sollten, und auch dazu neigen, zu viel zu essen, am besten auf tierische Lebensmittel ganz verzichten. Im Allgemeinen ist die Erfahrung, dass man gar nicht genug Obst essen kann. Aber nun gibt es natürlich Menschen, die diese Information dann so auslegen, dass sie ausschließlich Obst essen. Und da ist bekannt, dass das auch Nachteile haben kann. Zunächst das Thema Zähne.
wir haben Rohköstler untersucht und da waren auch einige dabei oder mehrere, die hauptsächlich Früchte verzehrt haben und die hatten einen deutlich schlechteren, eine deutlich schlechtere Zahngesundheit als Menschen, die weniger Früchte essen. Das ist also eine Komponente. Man könnte das sicher auch umgehen, indem man eine ganz intensive Zahnpflege betreibt. Dann wäre das sicher kein so großes Problem. Aber die Realität zeigt, dass die Zähne deutlich schlechter sind. Die Säuren hinterlassen eben ihre Spuren. Und der andere Aspekt ist, und das ist heute ja relativ populär, darüber zu sprechen, dass es die Fructoseintoleranz gibt. Und offensichtlich gibt es Menschen, die tatsächlich gegen diese Zuckerform, Fructose, eine Intoleranz entwickeln und dann auch die Früchte insgesamt nicht mehr gut vertragen. Und die sind dann darauf angewiesen, dass die besonders Fructose, also besonders süße Früchte, eher meiden und lieber andere essen, die nicht so viel Fructose enthalten. Aber sonst kann man weiterhin sagen, wer ein Allesesser ist, der also alles Mögliche isst, je mehr Obst, desto besser. Ja, das ist eine Frage, wie man es zubereitet. Man kann sicher Nahrung so erhitzen, dass sie tatsächlich giftige Substanzen enthalten. Das passiert üblicherweise nicht so sehr, wenn man es wirklich nur kocht, also bei 100 Grad erhitzt. Aber wie wir wissen, gibt es ja andere Erhitzungsmöglichkeiten. Und dazu zählen Rösten oder auch Grillen. Da werden Temperaturen erreicht von 200, 300 und noch mehr Grad. Und dabei entstehen durchaus Substanzen, die wir als Einzelsubstanz durchaus als Gift bezeichnen könnten. Nun isst man nicht jeden Tag hoch erhitzte, gegrillte oder geröstete Lebensmittel. Und ein gewisser Teil ist sicher unproblematisch in dem Sinne, dass unsere Leber schon weiß, ob sie diese Substanzen jetzt ausscheidet oder ob sie die einlagert. Aber insgesamt von giftigen Lebensmitteln zu sprechen, ist sicher problematisch. Es sei denn, man spricht über Fliegenpilze oder andere giftige Lebensmittel, die es natürlich in der Pflanzenwelt gibt. Aber das Wissen darüber ist so verbreitet, dass es heute ganz selten, es sei denn durch Unfälle, zu Vergiftungen kommt. Die Empfehlungen sind sehr unterschiedlich, auch von den Wissenschaftlern. Da gibt es auch keine einheitliche Linie. Aus all den Erfahrungen, die wir in den Jahrzehnten gesammelt haben, kann man ähnlich wie beim Obst sagen, Rohkost, je mehr, desto besser. Aber hier spielt die individuelle Verträglichkeit, auch ob man es gerne isst oder nicht, eine ganz entscheidende Rolle. Unsere Empfehlung ist, wenn man dann Zahlen hören will, ist, dass wir sagen, etwa die Hälfte der Nahrung in Form von Rohkost verzehren. Und wenn man morgens mit Obst anfängt, mittags einen großen Salat isst und abends als Aufschnitt oder auch noch, was wir ganz typisch machen, hatte ich vorher noch gar nicht erwähnt, wir essen und am Abend immer mindestens eine rohe Karotte und eine halbe rohe Kohlrabi. Also mit diesen Mengen ist man dann schon über 50%, was die Nahrungsmenge angeht. Aber es gibt Menschen, die möchten mehr Rohkost essen, wunderbar. Es gibt Menschen, die möchten weniger essen, auch akzeptabel. Nur man sollte darauf achten, dass man täglich einen Teil der Kost als Rohkost verzehrt. Kinder gelten ähnlich wie Schwangere, Stillende, Kranke und alte Menschen als die sogenannten Risikogruppen, wenn es zur Ernährung kommt. Und sicher muss man bei diesen Bevölkerungsgruppen auch besonders Acht geben, dass es wirklich richtig gemacht wird. Aber ich kenne ganz viele Familien, Vegetarier sowieso, aber auch Veganer, die sich gut auskennen, die geben ihren Kindern genau das, was sie selber essen. Und da gibt es überhaupt keine Probleme. Man muss da also nichts Besonderes beachten. Kritisch ist vielleicht das erste Lebensjahr, aber viele der Menschen, die
sich vegan oder vegetarisch ernähren, sind dann auch der Auffassung, dass es richtig ist, das Baby 6 Monate voll zu stillen. Und das ist eben der beste Start ins Leben. Und danach kann man dann mit Gemüsebreien, vielleicht auch etwas Getreide dazu, dann zusätzlich füttern. Das wird ja auch so empfohlen von der Forschungsanstalt für Kinderernährung in Dortmund, die sich auch gerade mit dieser Thematik sehr intensiv beschäftigt haben, die allerdings auch empfehlen, man sollte durchaus auch mit Fleisch anfangen, aber nicht darauf bestehen, dass das unumgänglich ist. Also wie gesagt, Kinder kann man, wenn man sich vollwertig vegetarisch oder auch rohköstlich ernährt, genauso ernähren wie die Erwachsenen. Also ich bin Petra Bracht, ich bin Ärztin für Allgemeinmedizin und Naturheilverfahren und arbeite mit Ernährungsmedizin ja seitdem ich eigentlich niedergelassen bin und das ist jetzt seit 31 Jahren schon der Fall. Ich bin hier in Bad Homburg, habe eine eigene Praxis, allerdings Privatarztpraxis und hatte 14 Jahre lang auch eine ganz große Allgemeinarztpraxis, allerdings in Frankfurt und habe meine...